lese Freiberufler fit fürs Finanzamt und ich bin angekommen im Kapitel 2. Oh Schreck, die Umsatzsteuer, kein Buch mit 7 Siegeln. Die Kleinunternehmerregelung. Die Kleinunternehmerregelung. Selbstständige, deren Einnahmen in Klammern noch nicht so hoch sind, können umsatzsteuerlich von der Kleinunternehmerregelung profitieren, in Klammern Beschluss 19 des Umsatzsteuergesetzes. Wer nur über geringe Erlöse verfügt, wird vom Finanzamt wie ein Privatmann behandelt. Kleinunternehmer müssen einerseits für ihre Umsätze keine Umsatzsteuer an den Fiskus zahlen, dürfen andererseits aber keinen Vorsteuerabzug geltend machen. Der Kleinunternehmerstatus ist an die Höhe des Umsatzes gekoppelt. Es gelten folgende Voraussetzungen. Der Vorjahresumsatz darf höchstens 17.500 Euro betragen. Der geschätzte Umsatz im laufenden Jahr darf sich maximal auf 50.000 Euro belaufen. Im Jahr der Existenzgründung darf der geschätzte Gesamtumsatz des laufenden Jahres 17.500 Euro nicht übersteigen. Die Kleinunternehmerregelung ist vor allem für Existenzgründer interessant, denn im Jahr der Eröffnung eines Unternehmens wird die Vorjahresumsatzgrenze von 17.500 Euro auf das laufende Jahr angewandt. Schließlich gab es im Vorjahr keinen Umsatz. Sie waren noch nicht selbstständig. Wer sich gerade selbstständig macht und im ersten Jahr nicht mehr als 17.500 Euro Umsatz erwartet, muss dies dem Finanzamt bereits in der Anmeldung zur Selbstständigkeit mitteilen. Das Finanzamt geht davon aus, dass Sie im betreffenden Jahr die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Fragebogen zur Existenzgründung. Freiberufler melden sich bei der Existenzgründung telefonisch oder schriftlich beim Finanzamt an, und zwar innerhalb eines Monats nach Aufnahme der freiberuflichen Tätigkeit. Dann schickt das Finanzamt einen Fragebogen, den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Dort tragen Sie unter Punkt 7.3 ein, ob Sie die Kleinunternehmerregelung nutzen und darauf verzichten wollen, Den Fragebogen können Sie auch im Internet beim Formularserver der Finanzverwaltung herunterladen. Ich gucke mal gerade die Frage. Das ist für mich interessant. Kleinunternehmerungen, die 7.3, richtig. Sehr schön. Ja. Hat sich schon gelohnt gerade für mich. So. So ein Stempel. Was ist das? Stempel ist frisch vom Finanzamt. Hinweise auf Vordruck und Muster. So.
Kleinunternehmer haben erst einmal mit der Bürokratie der Umsatzsteuer nichts zu tun. Sie müssen sich nicht über den richtigen Steuersatz den Kopf zerbrechen und keine Voranmeldung abgeben. Sie dürfen aber auch keine Umsatzsteuer in den eigenen Rechnungen ausweisen und Sie können die gezahlte Mehrwertsteuer aus anderen Rechnungen nicht beim Finanzamt gesondert geltend machen. Sie können also den Vorsteuerabzug, wie es im Behördendeutsch heißt, nicht anwenden. In Ihren Rechnungen müssen Sie auf Ihren Status als Kleinunternehmer verweisen. Bei der Umsatzsteuerjahreserklärung müssen Sie lediglich die entsprechenden Zeilen zum Vorjahresumsatz und Umsatz des laufenden Jahres ausfüllen. Im amtlichen Vordruck sind das die Zeilen 24 und 25 zu den Angaben zur Besteuerung der Kleinunternehmer. Das ist Beschluss 19 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes. Sehr schön. Jetzt kommt ein Kasten mit einer Hand und einem Zeigefinger. Steuerrat Expertenkritik. So. Ist als Zitat geschrieben. Einer Steuerkanzlei, was auch immer das ist. Die Umsatzgrenze des Vorjahres ist eine festgeschriebene Größe, die sich aus jeweils zurückliegenden Steuererklärungen ergibt. Anders sieht es beim Umsatz des laufenden Jahres aus, der 50.000 Euro nicht überschreiten darf. Hier geht es um eine Prognose zu Anfang des Jahres, die Sie schriftlich festhalten sollen. So berechnen Sie Ihre Umsatzmarke. Alle erzielten Jahreseinnahmen, Einnahme aus dem Verkauf oder der Entnahme von Anlagevermögen, bestimmte steuerfreie Umsätze, Hilfsumsätze zu den genannten steuerfreien Umsätzen, Gesamtumsatz. Tipp: Liegt Ihr tatsächlicher Umsatz im laufenden Jahr über 50.000 Euro, verlieren Sie Ihren Status als Kleinunternehmer erst mit Beginn des Folgejahres. So, damit ist der Teil zu Ende. Die Kleinunternehmerregelung ist keine Steuerbefreiung. Die Umsatzsteuer wird hier schlicht nicht erhoben, um kleinen Unternehmen das Steuerleben einfacher zu machen. Das Schöne an diesem Steuerprivileg ist, dass Sie sich dagegen entscheiden dürfen, wenn die Regelung für Sie zum Nachteil werden könnte. Freiberufler, die nur mit Unternehmen Geschäftsbeziehungen pflegen, können beispielsweise auf die Kleinunternehmerregelung verzichten, da die Umsatzsteuer hier in aller Regel nicht zu Mehrkosten für eine Seite führt. Manch einer findet sogar, dass sein Geschäft nach außen hin unprofessionell wirken könnte, wenn er die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmt und wechselt daher zur normalen Umsatzbesteuerung. Wenn größere Investitionen wie eine EDV-Anlage oder eine Lagerausstattung anstehen, kann es sich ebenfalls rechnen, die Kleinunternehmerregelung aufzugeben und stattdessen vom Vorsteuerabzug zu profitieren. Bei der Option zur Regelbesteuerung müssen Freiberufler zwar Umsatzsteuer auf ihren Rechnungen ausweisen, sie dürfen aber die Mehrwertsteuer aus Rechnungen, die sie selbst bezahlen müssen, als Vorsteuer vom Finanzamt zurückholen. Ich habe wirklich ein Problem damit, wie die schreibt hier. Da stimmt kein Punkt und kein Komma. Das lässt sich wahnsinnig schwer vorlesen. Boah. Das lohnt sich vor allem bei größeren Anschaffungen. Hier kann mitunter ein dickes Plus in Form einer Steuererstattung herauskommen. Ein formloses Schreiben an das zuständige Finanzamt reicht aus. Sie können auch einfach eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben, um den Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung deutlich zu machen. Außerdem sollten die wichtigsten Kunden informiert werden, dass künftig Rechnungen mit Umsatzsteuer fällig werden. Wer per Gutschrift bezahlt wird, muss daran denken, die betroffene Buchhaltung zu benachrichtigen. Bei Geschäften mit dem Ausland ist es zudem wichtig, rechtzeitig eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu beantragen. Sie wird benötigt, wenn man aus dem EU-Ausland Waren oder Dienstleistungen erhält bzw. dorthin liefert.
Ein Verzicht auf das Steuerprivileg ist nur zum Jahreswechsel möglich. Außerdem sind Sie für 5 Jahre an diese Option gebunden. Rechnen Sie also mit spitzem Bleistift, ob sich der Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung in den Folgejahren noch lohnt. Wer freiwillig auf die Kleinunternehmerregelung verzichtet, tut dies für mindestens 5 Kalenderjahre. Der Status endet nicht automatisch mit Ablauf dieser 5 Jahre, sondern nur, wenn die Option gegenüber dem Finanzamt widerrufen wird. Das ist bereits im Voraus mit Wirkung zum Beginn des nächsten Kalenderjahres machbar. So, es geht weiter mit Hauptnebenleistungen und Nebenleistungen bei der Umsatzsteuer. Tschüss.